der Welt. Ich kenn da so ein Madel, das hat die schönsten Badel und ihre Kurven sind ein Traum. Da kannst du stundenlang nur schauen. Und diese schöne Madel, das hätte ich gern für mich. Drum stell ich mir die Frage, wie krieg ich das bloß hin? Ihren Vater hab ich kennengelernt beim Fest der Feuerwehr. Dem ruf ich jetzt gleich an und sag ihm, hilf mir bitte sehr. Otto, ich hätt gern ein Foto, aber nicht von dir, sondern von Maria. Otto, ich hätt gern ein Foto, denn sie ist die schönste auf der Welt. Otto, ich hätt gern ein Foto, ich bin voller Kummer, gib mir ihre Nummer. Otto, ich hätt gern ein Foto, denn nur deine Tochter hat, was mir gefällt. Der Vater von dem Madel, weiß die mit die Wadel. Das ist ein äußerst reicher Mann, hat Geld, das man's kaum zählen kann. Drum hätt ich gern das Madel, alleine nur für mich. Drum stellt sich heute die Frage, wie krieg ich das bloß hin? Ihren Vater triff ich oft im Fitnessstudio, er ist fit. Und das nächste Mal, das sag ich ihm, ich hätt eine große Bitte. Otto, ich hätt gern ein Foto, aber nicht von dir, sondern von Maria. Otto, ich hätt gern ein Foto, denn sie ist die schönste auf der Welt. Otto, ich hätt gern ein Foto, ich bin voller Kummer, gib mir ihre Nummer. Otto, ich hätt gern ein Foto, denn nur deine Tochter hat, was mir gefällt. Mittlerweile ist es Madel meine Frau seit vielen Jahren und vor kurzem hat sie einen kleinen Otto frisch geboren. Otto, ich hab jetzt ein Foto, ja und zwar von dir, gemeinsam mit Maria. Otto, ich hab jetzt ein Foto, alle sind mal happy, glücklich und gesund. Otto, ich hab jetzt ein Foto, ja und zwar von dir, gemeinsam mit Maria. Otto, ich hab jetzt ein Foto, alle sind mal happy, glücklich und gesund. Alle sind mal happy.